Jo Leute, was geht? In diesem Video erfahrt ihr alles über die MW2 Beta, was ihr wissen müsst, wann ihr sie downloaden könnt, wann ihr was zocken könnt und was ihr für Belohnungen bekommt, wenn ihr die Beta spielt, denn Call of Duty hat uns einen Blogpost veröffentlicht, den wir uns jetzt angucken werden und dort haben sie uns die Belohnungen, die wir für das Spielen der Beta bekommen, einmal präsentiert. Aber wir gehen natürlich erstmal auf alles genauer ein. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu MW2 zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bevor die Beta losgeht, werden wir noch das Call of Duty Next Event bekommen. Und das Next Event ist am Donnerstag um 18.30 Uhr. Ich werde dazu auch live on stream eine Watch Party machen, also könnt ihr gerne auf Twitch vorbeischauen. In diesem Event werden wir sehr viele Dinge erfahren über MW2, über Warzone 2 und natürlich auch über Warzone Mobile. Und es ist auch möglich, dass sie vielleicht noch etwas zu dem COD in 2023 sagen, welches kostenlos sein soll und kein Hauptreihenspiel ist. Da ist auf jeden Fall noch viel Spekulation, was das sein kann. Vielleicht werden wir da die ersten Hinweise drauf bekommen, was auf jeden Fall sehr, sehr cool wäre, denn natürlich ein großer Teil meiner Community würde sich über ein Standalone-Zombie-Game freuen. Und wenn wir darauf mal eine klare Antwort bekommen, ob es das sein wird oder nicht, wäre mal schön zu wissen. Deswegen könnte das hier auch irgendwie vielleicht schon geklärt werden. Ansonsten werden wir da natürlich einen MW2-Reveal-Trailer und ich glaube auch einen Warzone 2-Reveal-Trailer bekommen. Wir werden MW2-Gameplay sehen von Streamern, die dort eingeladen wurden. Unter anderem viele Leute aus der deutschen Community wie ein Stylus, ein King Phil oder ein Kaiser. Das ganze Event hat also sehr, sehr viel Information zu bieten und wir werden sehr, sehr viel Gameplay sehen, worauf man sich echt freuen kann. Und danach, einen Tag später, beginnt dann die Beta und wir haben erstmal ein Wochenende, was nur für die PlayStation exklusiv ist. Darunter haben wir die ersten beiden Tage sogar nur Early Access, das heißt, ihr braucht einen Beta-Code. Falls ihr da einen Beta-Code braucht, könnt ihr die ganz einfach bei MMOGA oder anderen Anbietern für, ich glaube, 2-3 Euro könnt ihr euch die holen. Wenn ihr jedoch keinen Beta-Code holen wollt oder wenn ihr kein Vorbesteller seid, dann könnt ihr vom 18. bis zum 20. die Beta dann open spielen. Das heißt, jeder kann daran teilnehmen, sofern ihr auf der PlayStation spielt. Beim zweiten Wochenende können dann alle Plattformen spielen, jedoch am 22. und 23. ist es nur Early Access für Xbox und PC. Jedoch kann hier die PlayStation auch offen spielen, das heißt, man braucht dafür auch keinen Code mehr. Und dann vom 24. bis zum 26. haben dann alle Plattformen Open Beta. Ihr könnt die Beta natürlich auch vor dem Wochenende schon downloaden. Das Ganze geht ab Mittwoch, dem 14. September um 10 Uhr Pacific Time. Das müsste dann um 19 Uhr sein. Also nochmal, Mittwoch 19 Uhr könnt ihr die Beta downloaden, wenn ihr auf der PlayStation einen Early Access Code habt. Erst dann könnt ihr das Ganze im Store downloaden. Ihr müsst dafür erstmal den Code auf der COD-Seite einlösen und dann bekommt ihr von COD die Beta-Codes gesendet. Ich denke, wenn der Download der Beta startet, wird COD auch die Codes an die Teilnehmer senden und dann könnt ihr das Ganze im PlayStation Store einlösen. Kommen wir jetzt zu den Belohnungen, die man bekommt, wenn man die Beta spielt und ein bestimmtes Level erreicht. Bei der ersten Belohnung, die bekommen wir schon Level 2, werden wir ein, ich glaube, Emblem bekommen. Als nächstes haben wir dann einen Waffencharm, also so einen Anhänger auf Level 4. Danach gibt es eine animierte Visitenkarte auf Level 6. Auf Level 10 bekommen wir dann den gleichen Sticker, den wir auch als Emblem bekommen haben. Und zu guter Letzt werden wir eine Waffenvariante bekommen, Side Impact, auf Level 15. Und das Ganze sieht mir aus wie eine MP, kann euch jedoch nicht sagen, welche MP es genau ist, aber diese wird es auf jeden Fall im MW2 geben. Das erste Wochenende geht also nur bis Level 15, hier haben wir also einen Level Cap. Wir können also erst am zweiten Wochenende wieder leveln, aber hier bekommen wir direkt einen Operator Skin auf Level 18, der ganz, ja, basic aussieht, aber so ein bisschen diesen MW2 Touch hat. Als weitere Belohnung bekommen wir dann ein Vinyl. Was das ist, kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Sieht aus wie eine Visitenkarte, könnte aber auch irgendwie ja eine neue Sache sein, die wir dann als neue Cosmetics dazu bekommen. Das Ganze bekommen wir dann Level 19. Level 21 gibt es dann wieder einen Sticker. Und auf Level 26 bekommen wir einen
Fahrzeugskin von so einem, ja, gepanzerten Fahrzeug. Auch ganz spannend, diese werden wir sehr wahrscheinlich dann in diesem Bodenkrieg-Modus spielen können. Da kriegen wir auf jeden Fall schon mal einen Einblick, was für Fahrzeuge wir in dem Spiel erwarten können. Und zu guter Letzt auf Level 30 gibt es eine, ich denke mal, M4-Variante, auch ähnlich wie die MP in diesem Beta-Blueprint, was ganz, ganz cool aussieht. Ist natürlich nichts extrem Weltbewegendes, aber cool, dass wir diese Belohnungen freispielen können, wenn wir die Beta zocken. Da hat man auf jeden Fall einen Grund, bis Level 30 zu leveln. Des Weiteren teasern sie hier auch, dass sie in den nächsten Tagen nochmal einen ganzen Blogpost über den Gunsmith, also die Waffenschmiede, hier einmal publizieren werden. Und sie wollen noch Leitfäden, Tipps und Tricks, Taktiken zu MW2 in der Beta auch nochmal hier einen Blogpost zu machen. Also wir werden auch unabhängig vom Next Event noch ein paar Beiträge von COD bekommen. Das waren bis jetzt alle Informationen zur MW2 Beta, die wir haben. Wie gesagt, ich werde am Donnerstag auch beim COD Next Event live sein. Könnt ihr gerne also vorbeischauen auf Twitch. Und wenn die Beta dann live geht, werde ich jeden Tag diese Beta zocken und ich werde sie komplett suchten. Deswegen schaut gerne auf Twitch vorbei. Ihr könnt auch mit mir mitzocken und mit mir mitgrinden. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn in Zukunft werden sehr, sehr viele MW2-Videos kommen. Das war's, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.